20. Juli 2024 und ich ernte heute die großen Tomaten. Und ich frage mich gerade, wieso habe ich nicht früher oder so lange nicht mehr diese Tomate angebaut? Carol Sibiri ist eigentlich eine Ochsenherztomate, eine sehr starke Ochsenherztomate. Aber bei den unteren Früchten sieht es aus, als ob das eine Fleischtomate ist. Sehr leckere und ertragreiche Sorte. Ja, ich hatte in den Vorjahren immer wieder neue Sorten ausprobiert und dieses Jahr habe ich gedacht, ich muss mal wieder das Saatgut erneuern und deswegen habe ich alte Sorten wieder angebaut. Beutelförmige aus Persien. Das ist sehr typisch für diese Sorte, dass sie diesen grünen Kragen behält. Na, die darf noch ein paar Tage dranbleiben. Auch eine sehr ertragreiche, leckere Sorte, so Fruchtfleisch wie bei den Ochsenherztomaten, was wir sehr, sehr mögen. Das ist noch nicht so weit. Das ist die Nonna Antonina. So, dann kommen wir zu der nächsten großen Sorte. Typisch für Feuerwerk, diese besondere Erkennungsmerkmale, eine sehr leckere Fleischtomate. Die ernten wir heute ab. Ach, da sehe ich gerade Mango Django. Also wenn es losgeht, dann geht's los. Alle auf einmal. Hier habe ich keinen genauen Namen. Habe ich mal, weiß ich gar nicht mehr von wem, bekommen. Ochsenherztomate Gelb-Orange. Auch eine ertragreiche Sorte. Ich habe bei den Ochsenherztomaten gemerkt, dass die halt unten erste, zweite Rispe sehr gut sich entwickeln. Also da steckt die Pflanze die ganze Kraft rein. Und weiter oben, ja zum Beispiel dritte Rispe, hier ist nichts dran, an der vierten eine, da oben auch nichts dran. Aber sobald ich hier die unteren abschneide, geht es oben dann wieder weiter besser, dass die Früchte sich wieder ansetzen. Tarasenko, die erste Tomate, reift auch schon. Auch eine sehr schöne, ertragreiche Sorte, würde ich mal sagen. Hier dritte Rispe, vierte Rispe, sehr, sehr gut. Naja, hier ist noch eine kleine dazwischen. Baris Crazy Cherry. Die Tomatensorte, wo ich dachte, das sieht aus wie Weintrauben. Orange Raschen reift. Nee, die ist schon fertig. Die kann ich heute auch abernten. Und da hinten habe ich, und die muss ich unbedingt gleich abschneiden. Das ist ja sehr heiß heute. Soll sehr heiß werden, damit die nicht verbrennt. Also Ochsenherztomate mit der ausgeprägten Herzspitze. Da bei der Grün sieht man das sehr schön. Nächste große Tomate, Aprikos. Eigentlich dachte ich bei der Aprikos, dass das kleine Früchte werden. Aber das ist eine sehr, sehr große Sorte. Also die hier ist meine Hand, ne? Also das wiegt bestimmt 300 bis 350 Gramm. Und diese Brume war, oh, das ist richtig schwer, 500. Also 500, 500, nochmal zusammen 500. Das erste Mal habe ich diese Sorte dabei. Bin ich sehr gespannt auf den Geschmack.
Da haben wir die Eiszäpfchen, die legendäre Eiszäpfchensorte. Ich glaube, das ist die ertragreichste Sorte, die ich überhaupt im Gewächshaus habe. Multiflora-Blüten. Und ja, alles voll. Ukrainian Pear, auch sehr schöne Sorte. Ja, und hier muss ich nicht viel zu sagen. Da essen wir schon laufend die Tomaten, Mini-Rispentomaten. Hier schon alles leer. Und auch sehr ertragreich. Zu Ruti muss ich auch nichts sagen. Das ist typische Tomate für zwischendurch. Ins Gewächshaus reingehen, abernten, essen. So, schaut euch mal das hier an. Noch nicht reif, also ist noch relativ hart an der Wiene. Ja, bin ich auch sehr, sehr drauf gespannt. Das ist keine Blütenendfäule. Das war wahrscheinlich so eine Königsblüte. Keine Blütenendfäule. Das ist, soll so gelbgrün sein. Ja. Dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Jahr diese Tomate wieder angebaut habe. Orange Banane, auch so eine ertragreiche Sorte. Also neben der Eiszäpfchen. Sehr leckere Tomate. Orange und gelbe Tomaten mag ich besonders und grüne, weil die haben ganz anderes Fruchtaroma und sind mehr süß, weniger Säure, aber halt so ausgewogen. Und was noch reift, das ist die Chupa Chups Rosé. Geniale Farbe. Auch die untere Rispe voll und bei da oben leider nicht so viel. So, dann habe ich hier noch die da. Sergeant Peppers. Haben wir drei Stück schon abgeerntet. Leider musste ich jetzt feststellen, habe ich schon in den Vorjahren gesehen, aber ich habe gedacht, das wäre Zufall. Aber die verhält sich so, dass die halt nicht so groß wird. Da ist die Spitze. Und die anderen sind schon ja um 1,5, 2 Meter hoch. Und die wahrscheinlich gerade 1,20 Meter so. Ja. Die Tomaten sowie die Sergeant Peppers und die Ochsenherz mit der ausgeprägten Spitze, die werde ich heute auf jeden Fall ernten. Es soll ja heute sehr, sehr heiß werden, nicht dass meine Früchte verbrennen. So, ein paar geerntet, das habe ich gemeint. Ochsenherztomate mit der ausgeprägten Herzspitze. Hat leider dieses Jahr auch das erste Mal den grünen Kragen dabei. Hat sie bis jetzt nicht gehabt. Mal schauen, wie das bei den anderen ist. Aber die ist schon sehr weich. Orange Banane. Auch sehr typisch für sie, dass die so ab und zu platzt. Carol Sibiri. Ochsenherz gelb-orange. Sergeant Peppers und Feuerwerk. Sehr reif.
Das gibt einen leckeren Tomatensalat. Ja, dann bin ich für heute fertig mit euch, Fasina. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag oder Abend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.